Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal haben wir uns das Ranken-Upgrade geholt, also wir haben jetzt alle Aktionsabzeichen. Wir können jetzt mit Ranken arbeiten, wir haben einen Pirouettensprung. Und einen Turbo haben wir uns in der letzten Zeit geholt. Den Rankenschuss will ich heute auf jeden Fall noch benutzen. In der Expedition 2 Wackelruinen. Und da bin ich schon gespannt, was uns erwartet. Ich habe übrigens jetzt mal nach der letzten Aufnahme mal ein bisschen den Sound vom Spiel ein bisschen runtergestellt, damit ihr mich ein bisschen besser hören könnt. Oh, wie putzig. Das Ding trägt ein Schnulli. Es freut sich. Ach, ich muss sogar darauf warten, dass es hier an der Ecke ist. Kann ich nicht eigentlich in Seifenblase sperren? Ich kann nicht damit umdrehen. Ich habe ihn einfach da reingeschubst. Da ist wahrscheinlich eine Zehnermünze. Ja. Ich habe ganz vergessen mit der Ranke direkt, ne? Schade, ich kann damit nichts aus der Luft grapschen. Na guck mal, hier ist auch extra was für die Ranke. Zum Klettern ist die eigentlich auch ganz praktisch, die Fähigkeit. Bin ich besser als den Klimmsprung. Ach, wie die sich freuen. Ich freue mich aber nicht so sehr, wenn die mich aufspießen. Hallo. Ich glaube, dem ist schlecht. Er hat's nochmal bestätigt. Langsam habe ich genug von den Seifenblasen. Oh, da links. Da links ist definitiv was. Ja, die zwei Münzen, die interessieren mich relativ wenig. Hab ihn. Jetzt müssen wir nur noch die Blume finden. Tatsächlich finde ich den Pirouettensprung bisher aber immer noch am besten. Worth it. Da ist ja was drin. Ist ja nicht normalerweise auch immer ein Power-Up drin? Die sind gestorben. Thank you.
bestimmt. Hätte ich einen von denen an der Stelle da gebraucht. Können die respawnen? Ja, können sie. Mit Timing ist so eine Sache, ne? Aua. Ja. Hab ihn. Ich wusste doch, dass hier die Blume ist. Nein, nicht sterben. Ui, was ist denn hier jetzt los? Hab's. Ich wollte unbedingt die Flagge. So, ich bin wieder hier. Ich habe das Gefühl, dass das ein extra Ziel ist. Hier würde ich tatsächlich gerne nochmal reingehen. Und einfach mal gucken, ob auf dem normalen Weg was ist. Wenn nicht, dann seht ihr es nicht. Na gut, da war jetzt nichts Besonderes. Also ich finde den anderen Weg jetzt auch gefolgt, aber da war einfach nur, ja, da steht eine Flagge, aber kein Ziel. Prima, du hast also den echten Ausgang gefunden. Die letzten Ruinen liegen direkt vor... Oh, raus. Wir treffen uns dann später dort wieder. Ich hatte gehofft, zumindest einen Geheimweg zu kriegen. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Dieser 1A-Pizza, ich war kurz in eine Mine gefunden. Ich gebe ihn dir gerne, er wird dir sicher von großem Nutzen sein. Ich brauche keine Leben mehr. Ich habe mehr als genug. Oh, wieder eine Arena. Die Fungi-Arena. Na gut, da ist eigentlich relativ egal, was ich nehme, ne? Ich würde sogar am ehesten sagen, ich nehme einfach den Bohrer. So, ich würde mir gerne einen Bohrer ein-, zweimal mitnehmen. Hier muss ich einfach nur die Lampen aktivieren. Ja, die Buhus, die waren easy. Bei den Türviechern muss ich, glaube ich, erst durch die Tür gehen, dann sind sie tot. Ich weiß schon, warum ich den Bohrer mitgenommen habe. Ja, nur zwei von denen sind echt. Du bist wahrscheinlich eine Fake-Tür, oder? Boah, das Ding da stört. Ja, die sterben erst, wenn ich gesagt habe, ich guck nach oben. Mein Gott, die Plattform da hat gerade übelst gestört. Aber eigentlich müssen wir eine richtig gute Zeit haben.
Ja gut, ich kann im Schleim auch auf sie drauf hüpfen. Ich dachte mir schon, dass ich bei denen am längsten brauche. Wie gesagt, unsere Zeit irre gut. First Try geschafft. So, dann schluck mal meine Samen. Wer pervers denkt an der Stelle, ist selber pervers. Die Giftruin. Den Expeditionsteil lasse ich einfach mal aus beim Vorlesen. Oh, hi! Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Wir haben es nach unten geschafft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Wir sollten jetzt vorsichtig sein. Das hier sind die letzten Ruinen und es könnte ziemlich gefährlich werden. Sonst noch irgendwas? Nee, der ist nur zum Anfeuern da. Hey! Hab ihn mit dem Buch umgebracht. Warte mal. Ah, ich wollte da oben rein. Ich wurde veralbert. Okay, ich will definitiv nochmal nach oben. Oder? Nee, scheinbar nicht. Oh nee. Das ist so eine Art von Level. Hey! Nicht einfach wegkicken. Ist gekauft. Ich weiß, wie ich dran komme. Okay, das Spiel hatte andere Pläne. Okay, hier muss ich Gas geben. Ich Dachs. Ich hätte hier unten jetzt eine 10er-Münze vermutet. Da war die 10er-Münze. So einzelne Münzen, die Minium. Okay, ist das mit dem Side-Scroller dann ab der Stelle vorbei? Das Ding war mir zu verdächtig. Oh, ich bin wieder ein Slimer. Bin ich dann zufällig gegen Gift immun? Hier gibt es einen Geheimausgang. Das sagt mir schon die Tatsache, dass ich dran vorbei kann. Ich bin nur ein Slimer.
Ich sehe eine 10er-Münze und sie lächelt mich an. Okay, ich bin nicht gegen Gift-Immun. Wer das schon mal getestet? Also das Ziel da unten, denke ich mal, das ist einfach nur so gesehen ein Fake-Ziel. Also ich muss hier, glaube ich, nicht zweimal rein. Die Münzen ignorieren wir mal. Aber ich habe dahinter ja kein Haus gesehen. Mega cool. Hilfe. Ja, guck mal, hier ist doch das echte Ziel. Ich würde sagen, ich gehe aber trotzdem noch die andere Flagge holen. Ich bin beeindruckt, du hast den Weg durch diesen Ort gleich bei deinem ersten Besuch gefunden. Dabei verlaufe ich sogar, mich hier so oft. Jetzt ist der Weg zu meinen Freunden hier unten endlich frei. Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Komm, finden wir sie. Oh, noch etwas hier. Noch ein 1-Up-Pilz. Ich habe hier nicht genügend. So, ich gehe eben kurz nochmal da rein und hole noch die andere Flagge. So, ich habe jetzt hier auch noch eben kurz nochmal die zweite Flagge geholt. Ich weiß nicht, ob die mitzählt, die Fake-Flagge, aber ich hole sie halt sicherheitshalber, ne? Na gut, was das nächste Level ist, sehen wir ja schon, ne? Das würde ich aber sagen, machen wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.